bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Bord 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir... Ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Eine Minute später. Und wir werden alle... Nein, denken Sie nur nicht daran. Sie sind jetzt in Sicherheit. Gehen Sie bitte alle die Treppe hoch und dann durch die Tür. Hey, Schatz. Es wird alles gut, oder? Entschuldigung. Die Treppe hoch. Gehen Sie bitte die Treppe hoch. Ja, ist ja gut. Darf man die Leute nicht mal ansprechen hier? Männlich. Hey. Hallo. Sobald der Vault versiegelt ist, lernen wir uns bestimmt besser kennen. Da bin ich mir sicher. Ja, da bin ich mir auch. Hier ist schon das Riesenteil. Männlich. Weiblich mit Kind. Ja, weiblich mit Kind. Danke. Und was jetzt? Folgen Sie dem Arzt hier entlang. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Also, Sie drei, folgen Sie mir. Siehst du? Das ist unser neues Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch großartig. No, ob uns das hier wirklich gefallen wird? Unser Zuhause. Alles, was wir hatten. Meine Eltern sind unten in DC. Oh Gott, Schatz. Was, wenn sie es nicht geschafft haben? Ich weiß, es ist eine schwere Zeit. Aber Vault-Tec wird stets für sie da sein. Sie werden sich hier wohlfühlen. Hatten Sie Familie außerhalb der Stadt? Oh Gott, wir werden sie nie wiedersehen. Wir haben alles verloren. Bitte, die Leute brauchen etwas Ruhe. Sir? Wie lange werden wir wohl hier unten sein? Das gehen wir bei der Einweisung durch. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Passt prima, oder? Der Vault-Anzug ist so geschickt in der Liste, die hier reinkommt. Sondern auch gut aussieht. Bereit für die Zukunft, oder? Sie haben eine wundervolle Familie. Hoffentlich fühlen Sie sich hier schnell wie zu Hause. Aha, wie gesagt, das wird sich zeigen. Was macht die hier? Hallo. Das war knapp was. Und ich war damals dagegen, dass in der Gegend ein Vault gebaut wird. Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Ich? Papa ist doch da. Siehst du? Seuchung und Dekomprimierung muss tiefer in den Wald gehen und entspannen. Zeit für ein ganz neues Leben. Was passiert denn jetzt? Frieren die uns in? Hallo? Das ist sie. Da. Was ist damit? Macht keinen Scheiß. Lass mich raus hier!
Nein! Alter. Los, mach auf hier. Euch reiße ich den Kopf ab. Verpissten Wichser. Zeitreise für Anfänger. Komm schon! Muss doch irgendwie aufgehen! Komm schon, komm schon, komm schon! Oh Gott! Ich finde den, der das getan hat. Und dann hole ich Sean zurück. Versprochen. Ehering haben wir mitgenommen von ihr. Alter, krasse Sache. Was ich noch sagen wollte, ich war kurz vorher noch mal in den Optionen drin. Und dann habe ich bei der Steuerung habe ich noch ein bisschen was gestellt. Ja, scheint nirgendwo aufzugehen. Und hier ist auch ziemlich kalt, glaube ich. Muss ich erstmal gucken. Aha, hier sind Fäuste. Aha, können wir uns. Oh, da geht aber direkt runter, wa? Die Ausdauer. Das auch schlagen. Blocken. Okay. Wie packe ich. Wie kann er denn jetzt. Hallo? Nee, du sollst die wieder. Hier springen. Ich möchte die Fäuste jetzt aber wieder runternehmen. Geht das gar nicht? Hä? Egal. Da müssen wir hin. Kommen wir hier auch noch rein? Vielleicht finden wir hier noch gleich irgendwas. Ach, hier sind schon die ollen Kakerlaken. Hier ist jetzt auch ein Punkt. Ne, dann will ich aber noch mal zu der anderen Tür hier. Hier war doch auch was. Ach so. Nicht zugänglich. Schlagstock. Schön. Schön gemacht, schön gemacht. Nee, was soll ich mit so einem Scheiß? Aktenschrank ist nichts drin. Zigaretten. Aha. Transfer, was ist das? Ach so. Aha, aha. Wache, Schlagstock. Warum ist da ein Herzchen hinter? Was haben wir denn hier noch? Wahrscheinlich gar nichts weiter. Nein. Okay. Stimpak. Stange, Zigaretten, Bleistift. Ach Gott, da wollte ich gar nicht drücken. Bla bla bla. Ja, nee, komm.
Finde ich gut, ob man jetzt vorher schon sieht, was da drin ist. Kann man gleich sehen, ob man das überhaupt, ob sich das überhaupt lohnt, den Schrank aufzumachen. Habe ich jetzt meinen Stock noch? Jo. Oh, na komm doch her. Uiuiui. Riesenkakerlaken? Was zum Teufel? Ja. Hier ist noch ein Stock. Den nehmen wir auch mit. Weil ich weiß, man kann Sachen auch wieder reparieren. Kommen wir hier nicht? Hier kommen wir doch auch noch. Ah, hier sieht es aus, als wenn es hier weitergeht, oder? Nee, doch nicht, ne? Hier sind nur Schlafkabinen. Hier ist auch alles leer, wa? Alles ausgeräubert. Bett schlafen. Ja, dann ist die Power wieder voll, ne? Und er speichert dann natürlich auch automatisch. Nun gut. Was war das jetzt hier wieder? Toaster. Kochplatte. Ich glaube, so einen ganzen Krempel werden wir aber noch nicht mitnehmen. Kühlschrank. Nichts drin. Schreibtisch ist leer. Freizeitterminal. Boah, ist schon cool. Was ist das denn? Was ist das Ding hier, wa? Junge, Junge. Aha, wir müssen da hinten hin. Aber das Vieh ist tot hier.